Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Webinar TNC Remo Datenübertragung für unsere Heidenhain Steuerungen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und werde Sie die nächsten, in der nächsten Stunde über die Funktionen und Möglichkeiten von der Software TNC Remo informieren. Grundsätzlich ist es so, die TNC Remo Software ist ein kostenloses Softwarepaket von Heidenhain, um eine Verbindung zwischen einem PC und der Heidenhain Steuerung herzustellen oder auch den Programmierplätzen. Die Steuerung muss sich im Netzwerk befinden, sodass ich von meinem PC aus Zugriff habe auf meine Steuerung. Die Software kann man sich kostenlos bei Heidenhain auf der Homepage herunterladen, also einfach auf heidenhain.de gehen und Software kann man sich dann hier TNC Remo herunterladen. Die Datenübertragung funktioniert sowohl über Ethernet-Verbindung, also über LAN-Kabel, beziehungsweise auch über die serielle Schnittstelle. Also es gibt die TNC Remo Software und auch den TNC Server, der geht auch dann noch für ältere Steuerungen, die keine Netzwerkkarte haben, sondern nur über eine serielle Schnittstelle zu bedienen sind. Grundsätzlich unterstützen wir bis Windows 10 alle gängigen Betriebssysteme, die man hier auf den PCs verwenden kann. So, grundsätzlich sieht es so aus. Ich habe meinen PC zum Beispiel mit der CAD/CAM-Software drauf. Dieser PC ist im Firmennetzwerk eingebunden. Die ganzen Maschinen sind auch im Firmennetzwerk und ich kann über mein Netzwerk und das TNC Remo auf die Maschine zugreifen. Dabei kann ich zum Beispiel Daten hin und her transferieren, zum Beispiel NC-Programme auf die Steuerung übertragen oder auch wieder ins Netzwerk zurücksichern, die Werkzeugtabelle sichern, Screenshots von der Steuerung abholen, Palettendateien erstellen. Auch Service-Dateien können wir direkt über das TNC Remo erstellen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendeinen Fehler an Ihrer Steuerung feststellen, dann können Sie über das TNC Remo eine Service-Datei erstellen lassen und diese dann an Heidenhain weiterschicken, damit die von unserer Entwicklung und von unserem Service analysiert werden kann. Außerdem wird mit dem TNC Remo immer der TNC Server installiert. Hier können wir über die serielle Schnittstelle auch unsere ganzen älteren Steuerungen oder auch Positionsanzeigen mit Daten befüllen. Da gibt es dann zum Beispiel auch für eine TNC 155 die Möglichkeit, blockweises Übertragen zu verwenden, um eben einen Nachladebetrieb für NC-Programme zu machen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein Backup von der Steuerung zu erstellen. Das ist sehr empfehlenswert, wenn irgendwann mal etwas mit der Festplatte ist und man Daten nicht mehr herstellen kann, dann ist es hilfreich, wenn man ein Backup hat, um zumindest die maschinenwichtigen Daten von der PLC-Partition wiederherzustellen. Aber auch für die NC-Programme ist es sicherlich hilfreich, ein Backup zu haben. Es gibt die Möglichkeit, über TNC Command automatisiert Kommandos auszuführen, zum Beispiel eine Datenübertragung automatisiert vorzunehmen. Das können wir über das TNC Command-Fenster über eine Batch-Datei zum Beispiel machen. TNC Log, da kann ich das Steuerungslogbuch auslesen. TNC Remo Plus, das ist die kostenpflichtige Variante. Das heißt, über einen Freischaltdongle, den TNC Remo Plus Dongle, kann ich mir TNC Remo Plus freischalten. Das heißt, ich kann mir dann einen Livescreen von der Steuerung anschauen. Das heißt, ich kann mir dann an meinem PC im Büro den Steuerungsbildschirm herholen und kann da eben schauen, läuft die Maschine noch, steht momentan irgendein Fehler an. Bedienen kann ich die Steuerung damit nicht. Dazu würde ich eine andere Software von Heidenhain benötigen, den sogenannten Teleservice. Da könnte ich dann auch die Steuerung bedienen. So, wie funktioniert TNC Remo jetzt in der Praxis? Das Ganze schauen wir uns jetzt einmal an. Wenn wir die Software installiert haben, wird automatisch der
das TNC Remo und der TNC Server installiert. Der TNC Server ist für unsere alten Steuerungen, also alles vor 426, 430, also bei der 426, 430 konnte man dann ab 280, 476, ab dem Softwarestand mit dem TNC Remo darauf zugreifen. Davor musste man dann die serielle Verbindung zum Beispiel verwenden, um darauf zuzugreifen. Und hier können wir zum Beispiel auch den TNC Server verwenden. Das heißt, wir machen in der Konfiguration einen Steuerungstyp, legen wir fest, und hier sehen wir eben die verschiedenen Positionsanzeigen, die Drehsteuerungen, die Frässteuerungen, also alles, was so im Heidenheim-Konzern verkauft wird und hier oder verkauft wurde. Und da können wir uns jetzt die passende Steuerung auswählen, zum Beispiel eine TNC 155. Wir wählen das Übertragungsprotokoll aus, den Port, mit dem übertragen werden soll, wählen die Baudrate aus. Da ist meistens praktisch die 9600 zu verwenden. Die funktioniert eigentlich immer recht gut, so als Standardeinstellung, um die ganzen Einstellungen mal zu testen. Genau, dann wird unten auf OK gedrückt. Anschließend wird dann über ein serielles Kabel die Verbindung hergestellt, und sobald die Verbindung da ist, sehe ich hier unten, wo jetzt keine Verbindung steht, bereit, warte auf Anfrage, und dann können wir über die Steuerung den Programmaustausch durchführen. Wie diese Kabel belegt sein müssen, das finden wir raus im Hilfemenü hier oben. Also einfach auf Hilfe klicken, da ist dann eine Kabelbelegung mit drinnen. Genau, also das ist für unsere Altsteuerungen, da verwenden wir den TNC Server. Für unsere neuen Steuerungen oder für die aktuellen Steuerungen verwenden wir das TNC Remo. Im TNC Remo haben wir wenn wir starten, geht immer so ein kleines Fenster hier mit auf, mit einem Tipp. Das kann ich mir auch einfach ausblenden lassen. Einfach den Haken hier unten rausnehmen, dann wird dieses Tippfenster nicht angezeigt. Sind aber immer ganz praktische Tipps mit drinnen, wo man eben die ganze Verwendung vom TNC Remo auch ein bisschen näher gebracht bekommt. So, wenn man das TNC Remo geöffnet hat, sieht es so aus. Aktuell befinde ich mich hier oben auf einem Ordner bei mir auf dem Desktop und ich bin momentan nicht verbunden. Ich sehe es hier oben rechts, Control, No Connection. So, standardmäßig ist die ganze Software jetzt hier mal auf Englisch eingestellt. Wenn ich die jetzt auf Deutsch umstellen möchte, gehe ich auf Extras, anschließend auf Settings und wähle hier unten Deutsch aus. Habe verschiedene Sprachen zur Verfügung, die kann ich hiermit anwählen. Wenn ich auf OK drücke, ist TNC Remo auf Deutsch umgestellt. So, als erstes möchte ich nun eine Verbindung zu meiner Steuerung aufbauen. Ich habe verschiedene Steuerungen bei mir im Netzwerk und ich möchte jetzt beginnen, mir die erste Steuerung einzurichten. Dazu kann ich jetzt hier oben über Datei auf Verbindungen konfigurieren bzw. neu gehen oder ich kann direkt auf dieses Symbol mit der Hand klicken, Konfiguration festlegen. Dann öffnet sich hier dieses Fenster und ich kann hier unter Verwaltung sagen, neu, ich möchte eine neue Verbindung einstellen, zum Beispiel zu meiner Maschine 1. Da kann ich mir jetzt noch einen Namen dazu überlegen, dass die halt möglichst markant ist, um die Maschine hier einzustellen. Wenn ich den Namen festgelegt habe, gehe ich als nächstes auf Verbindung. Hier kann ich jetzt sagen, welchen Verbindungstyp ich haben möchte. Serielle Verbindung, Ethernet über TCP bzw. IP-Adresse. Dann lokal. Lokal wäre jetzt zum Beispiel ein Programmierplatz, also ein Windows-Programmierplatz, den ich installiert habe. Zum Beispiel ein ITNC-Programmierplatz, der nicht auf der Oracle VirtualBox basiert, sondern noch ganz klassisch im Windows installiert wird. Das wäre dann der lokale Programmierplatz. Diese Funktion hier unten, Local VirtualBox,
Die ist noch nicht freigegeben, die kann ich zwar anwählen, aber er findet noch nicht die VirtualBox. Das heißt, wir verwenden in der Regel Ethernet, wenn wir auf die Steuerungen zugreifen wollen, und auch Ethernet, wenn wir auf unseren Programmierplatz VirtualBox zugreifen möchten. Als nächstes die Einstellungen. Hier muss ich jetzt die IP-Adresse bzw. den Hostname von meiner Steuerung eintragen, auf die ich zugreifen möchte. Die kann man rausfinden, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Steuerung uns befinden. Ich habe jetzt hier mal den Programmierplatz verwendet. Es ist jetzt natürlich unterschiedlich, wo ich welche Sachen in der Steuerung finde. Es wird zu diesem Webinar dann auch noch eine begleitende Doku geben, wo drinnen steht, wie ich bei welcher Steuerung am besten auf die IP-Adresse hinkomme. Ich mache es jetzt mal beispielsweise bei der TNC 640. Hier kann ich im manuellen Betrieb auf Mode gehen. Anschließend über Systemeinstellungen, Netzwerk und IP-Konfiguration auswählen. Und hier finde ich jetzt die IP-Adresse bei Ethernet 1 192.168.56.101. Das ist von meiner Steuerung hier die IP-Adresse. Die kann ich jetzt übertragen ins TNC Remo, also 192.168.56.101. Genau. Dann ist diese Maschine hier angelegt. Ich kann noch festlegen, welche Ordner ich aufrufen möchte, zum Beispiel das Arbeitsverzeichnis. Das wäre dann immer das Verzeichnis zum Beispiel jetzt hier C Benutzer, mein Benutzer und der Desktop. Ich kann das zuletzt aktive Verzeichnis verwenden. Ich kann immer ein festes Verzeichnis verwenden. Wenn ich zum Beispiel immer auf den CAM-Ordner im Netzwerk zugreifen möchte, kann ich eben hier auch festlegen, dass er zum Beispiel auf einen gewissen Ordner zugreifen soll. Und das Gleiche kann ich auch bei der Steuerung machen. Ich kann hier sagen, er soll immer auf ein Standardverzeichnis zugreifen. Das wäre zum Beispiel das TNC-Verzeichnis oder TNC-NC-Proc bei der TNC 640. Das kann man eben hier einstellen. Im Modus kann ich dann noch einstellen, welche Dateien oder ob der Binärmodus immer aktiv sein soll. Dieser Binärmodus ist interessant bei der ITNC 530. Und zwar ist es ja so, bei der ITNC sind die Programme auf der Steuerung in einem Binärmodus abgelegt. Auf dem PC sind sie in einem ASCII-Modus in einem ASCII-Format abgespeichert. Und diese Formatierung von ASCII zu Binär und Binär zu ASCII, das geschieht, wenn ich die Programme auf die Steuerung kopiere, zum Beispiel auch mit dem TNC Remo. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, ich möchte die Programme immer im Binärmodus übertragen oder nur bei bestimmten Dateiendungen oder nie. So kann man hier eben entscheiden. Standardeinstellung ist hier immer automatisch bei folgenden Dateiendungen, dann wird hier übertragen. Dann gibt es hier hinten noch eine Konvertierung, zum Beispiel eine Online-Konvertierung von .h und .i-Programmen. Das ist zum Übertragen, zum schnelleren Übertragen. Und Konvertierung von 4 zu 3 Dezimalstellen, wenn ich zum Beispiel ein NC-Programm von einer neueren Steuerung auf eine ältere übertragen möchte, die wohl nur 3 Nachkommastellen kann, dann kann ich eben hier das über die Konvertierung einstellen. So, zusammenfassend nochmal gesagt, was brauchen wir? Wir geben in der Verwaltung unter Neu den Namen an, den wir verwenden möchten. Anschließend wählen wir in der Verbindung Ethernet aus und geben bei den Einstellungen entweder die IP-Adresse oder den Hostname der Steuerung an. Anschließend klicken wir auf Übernehmen und auf OK. Jetzt habe ich hier oben in meinem Pull-Down-Menü meine Maschine 1. Und über das Symbol Verbindung aufbauen, oben links,
kann ich jetzt meine Verbindung aufbauen. Hier bekomme ich jetzt noch eine Info. Heinen empfiehlt für die verbundene Steuerung die effektivere Binärübertragung einzusetzen. Wollen Sie die Übertragung auf immer binär umstellen? Dann kann ich hier sagen, ja. Dann stellt er mir die Übertragung hier im Modus auf immer um. Somit bin ich dann schneller. Das kann ich machen, wenn die Steuerung zum Beispiel immer eine TNC 640 ist, auf die ich hier mich verbinde, dann kann ich das hier so aktivieren. So, jetzt sehe ich hier oben meinen Ordner vom PC und hier unten sehe ich meinen Ordner von der Steuerung. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel ein Programm, schauen wir mal auf die Steuerung, was wir hier für ein Programm gerne haben möchten. Programm einspeichern, editieren, Dateiverwaltung, Bauteile, Komponenten. Ich möchte dieses Programm Drilling gerne von der Steuerung runter übertragen. Also gehe ich hier auf TNC, NCBrock, in den Ordner Demo, Bauteile und Komponenten und Drilling. Er zeigt mir jetzt hier einmal das .h-Programm an und einmal eine abhängige Datei. Das sind die Gliederungspunkte von diesem Programm hier. Und das möchte ich jetzt gerne auf meinen PC übertragen. Da kann ich mir jetzt zum Beispiel einen neuen Ordner einstellen für NC-Programme. Und da kann ich jetzt mein Programm übertragen. Ich kann es entweder per Drag and Drop rüberziehen, also einfach mal festhalten und hochziehen. Alternativ kann ich hergehen und das Programm anwählen und sagen übertragen. Ich kann sagen, ich möchte das Programm übertragen als, dann kann ich ihm noch einen zusätzlichen Dateinamen, einen anderen Dateinamen angeben. Oder ich kann auch sagen verschieben, dann wird das Programm automatisch von der Steuerung gelöscht und wird auf meinem PC verschoben. Oder ich kann es auch direkt auf der Steuerung öffnen. Dann fragt er mich kurz, mit welchem Programm ich es öffnen möchte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, das mit dem Editor oder mit dem WordPad zu machen. Hier empfiehlt es sich, WordPad zu verwenden, weil dann die Umbrüche auch mit dabei sind. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel Änderungen machen. Zum Beispiel in der Drehzahl möchte ich hier, dass er 8000 verwendet und hier unten soll er 5000 machen. So, wenn ich das Ganze jetzt schließe, sagt er Speichern und ich bekomme eine Meldung von TNC Remo, dass sich das Programm geändert hat, ob ich es automatisch zur Steuerung zurückübertragen möchte. Dann sage ich ja. Und jetzt ist dieses Programm aktualisiert. Kann ich mir jetzt auch anschauen auf meiner Steuerung. Hier setzt einmal die 8000 und die 5000 hier unten. Genau. Also so können wir einfach unsere Programme übertragen. Das funktioniert natürlich auch vom PC wieder zurück zur Steuerung, also entweder nach unten ziehen oder übertragen und überschreiben auf der Steuerung. So, als nächstes schauen wir uns an, was wir noch für Möglichkeiten haben, das Ganze hier einzustellen. Über Datei kann ich das Ganze auch anstoßen. Da habe ich auch diese ganzen Funktionen. Übertragen, übertragen als, verschieben, auch aktualisieren. Ich kann einem Programm zum Beispiel auch einen Schreibschutz geben. Dann sehe ich hier, Attribut bekommt dann P. Wenn ich mir das Programm jetzt auf meiner Steuerung anschaue, Kontur, dann sehe ich jetzt hier, aha, da ist so ein Schloss dran. Dieses Schloss kann ich aber auch wieder über meine Softkeys hier entfernen. Also so kann ich ein Programm auch übers TNC Remo schützen lassen.
Über Ordner kann ich eben zum Beispiel Ordner wechseln, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier nicht im TNC-Laufwerk mich befinden möchte, sondern auf die PLC möchte, dann kann ich eben hier oben über den Ordner wechseln auf PLC. Dazu muss ich jetzt natürlich die Schlüsselzahl eingeben für die PLC und dann befinde ich mich auf der PLC und kann mir hier auch die Daten anschauen, die für meine Maschine wichtig sind. Unter Ansicht kann ich jetzt sagen, was ich sehen möchte, Details oder nur Liste. Außerdem kann ich entscheiden, ob die Fenster nebeneinander sein sollen oder untereinander. Ich kann mir die versteckten Dateien anzeigen lassen. Die versteckten Dateien sind jetzt zum Beispiel diese abhängigen Dateien, die wir vorher gesehen haben. Dieses DEP-Datei, das sind abhängige Dateien und die kann ich mir hier über Ansicht versteckte Dateien anzeigen lassen. Ich kann die Dateien sogenanntes maskieren. Maskieren heißt, ich möchte nur bestimmte Dateien sehen. Zum Beispiel, ich möchte nur .h-Programme sehen. Dann sehe ich halt wirklich nur .h-Dateien. Also es ist ähnlich wie Typ wählen. Zeige nur .h, dann sehe ich auch nur die .h-Programme, auch wenn sich sonst etwas anderes noch im Ordner befindet. Ich sehe nur diese .h-Dateien. Zum Beispiel hier im Ordner TNC Table sehe ich gar nichts. Ich sehe es auch hier über .h, dass nur diese .h-Datei angezeigt wird. Das kann ich wieder umstellen, alle anzeigen und dann sehe ich auch wieder alle Inhalte von meinem Ordner, den ich mir anschaue. Genau. Das Ganze haben wir hier oben natürlich auch noch als Hilfe, als Unterstützung. Und so kann ich mir eben hier dann die verschiedenen Möglichkeiten anschauen oder meine Programme übertragen. Hier drüben habe ich dann noch die Möglichkeit, mir den TNC-Bildschirm anzusehen. Das wäre jetzt das TNC Remo Plus. Ich kann mir den TNC-Bildschirm als Bildschirmabgriff holen, zum Beispiel Screen. Können wir uns mal anschauen, was dieser Screen dann hat. Dann habe ich eben hier den Inhalt von meinem Steuerungsbildschirm als Bildschirmabgriff. Oder direkt abspeichern als Screen Dump und weiterverwenden. Genau. Also, so sieht man schon mal, ich kann jetzt zum Beispiel verschiedene weitere Verbindungen aufbauen. Einfach hier oben neue Konfiguration. Und so geht es dann Schritt für Schritt weiter mit meinen nächsten Maschinen. Auswählen kann ich es dann hier oben über das Pull-Down-Fenster und kann dann hier zwischen den verschiedenen Maschinen wechseln. Die Verbindung trennen kann ich über das Symbol hier oben und dann ist die Verbindung aufgehoben. Was bietet TNC Remo sonst noch für Möglichkeiten? Über das Fenster TNC Command, das finde ich unter Extras, TNC Command öffnet sich so ein Batch-Fenster und da kann ich jetzt meine Kommandos eingeben. Was ich da für Befehle habe, das finde ich über Fragezeichen raus. Das heißt, einmal Fragezeichen eingeben, dann bekomme ich schon mal diese Befehle mit dazu. Ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man zum Beispiel von einem Werkzeug-Einstellgerät Dateien automatisch auf die Steuerung übertragen möchte. Zum Beispiel in eine Werkzeugtabelle. Dann kann man das hier über dieses TNC-Command-Fenster machen. Genau, so kann man das Ganze hier machen und übertragen. Auch ein sehr interessantes Thema ist das Thema Backup, auch Backup wiederherstellen.
Übers TNC Remo kann ich mir als erstes mal ein Backup. Also dazu muss ich in der Verbindung sein mit meiner Maschine. Dann kann ich mir unter Extras Backup wiederherstellen. Da öffnet sich dann hier so ein Fenster, TNC Backup, über Datei, Dateiliste scannen, kann ich jetzt sagen, was ich gescannt haben möchte. Verzeichnis scannen, das wäre der aktuelle Ordner von der Steuerung, der gerade angewählt ist. Das wäre jetzt bei mir der TNC NCProc. Dann würde er alle Dateien raussuchen, die in diesem Ordner sich befinden. Verzeichnis Baum scannen. Das wäre dann das komplette TNC-Verzeichnis. Maschinendateien, das wäre die PLC. Und alle Steuerungsdateien, das wäre ein sogenanntes Full Backup. Das wären die TNC-Dateien, die PLC-Dateien und noch wichtige Dateien aus der Sys-Partition. Für die Steuerung ist es immer interessant, die Maschinendateien. Dazu muss ich die PLC-Schlüsselzahl eingeben. Die kann ich auch einmal als Schlüsselzahl hinterlegen. Und dann scannt er die komplette PLC und holt sich die ganzen wichtigen Daten, die er braucht oder die die Maschine braucht, damit sie funktioniert. Das sind jetzt hier PLC-Daten, auch ein paar Daten aus der Sys-Partition. Also da wird wirklich alles rausgeholt, was die Maschine so braucht, damit sie arbeiten kann. Genau, das ist auf alle Fälle sinnvoll, wenn man das in regelmäßigen Abständen an der Steuerung durchführt. Damit man einfach, wenn es irgendwo einen Datenverlust gegeben hat, aufgrund von der Festplatten, von der kaputten Festplatte, dass man hier einfach die ganzen Sachen wiederherstellen kann. Wenn man diese Dateiliste gescannt hat, dadurch wurde noch kein Backup erstellt. Das Backup wird dann über Ausführen, Dateien sichern erstellt. Dann kann ich einen Namen hinterlegen, zum Beispiel PLC vom Dezember 2017 von der Maschine 1. Also da am besten immer recht aussagekräftige Dateibezeichnungen verwenden, damit man auch weiß, von welcher Maschine und wann das war. So, es dauert immer ein bisschen, bis die ganzen Dateien gesichert sind. Und dann hat man hier die Maschine ein Backup gemacht. Und sollte es dann aufgrund von einem Software-Update oder von einem Problem mit der Festplatte zu irgendeinem Datenverlust kommen, hat man auf alle Fälle noch die Möglichkeit, dass man aus diesem Backup die benötigten Dateien wieder restaurieren kann. Das kann man dann auch wieder wiederherstellen lassen oder auch extrahieren lassen. Das heißt, dass man dann die Daten aus diesem, so wie ein ZIP-Container im Endeffekt, dass man die dann hier wieder zurückerstellen lässt und dann diese ganzen Dateien so extrahiert, dass ich sie dann auf meinem PC lesbar zur Verfügung habe. Also es macht schon Sinn, dass ich die PLC genauso wie die TNC regelmäßig mir ein Backup ziehe, damit ich einfach die Daten, die ich brauche, immer wieder als Sicherheit auf meinem Server habe. Genau, wir sehen jetzt hier, was so ein PLC-Backup macht. Da werden Daten aus dem Heros-Betriebssystem gesichert, aus der PLC und aus der TNC. Was hier noch nicht gesichert wird, sind zum Beispiel solche Sachen wie die TNC Table, also Werkzeugtabelle, Platztabelle, solche Sachen werden hier nicht gesichert. Das müsste ich dann mit einem TNC Backup machen, um eben diese Daten auch gesichert zu haben.
Genau, ich kann dann eben verschiedene Backups durchführen. Entweder, dass ich mir das Backup nur mit den Daten erstellen lasse, die sich geändert haben. Oder ich kann auch ein passwortgeschütztes Backup machen. Also da haben wir die Möglichkeiten zur Verfügung, um hier weitestgehend alles abzudecken. Wenn ich das Ganze wieder zurück übertragen möchte, einfach ausführen und wiederherstellen, dann wird das Ganze wieder übertragen. Service-Datei, auch immer wichtig, wird immer wieder benötigt, wenn man die Steuerung, wenn man irgendwie einen Fehler bei Heidenheim meldet, dann wird immer gefragt nach der Service-Datei. Dazu müssen wir nicht direkt an die Maschine gehen, wir können es auch direkt übers TNC Remo machen. Über Extras kann ich hier auswählen, Service-Dateien erzeugen. Dann wird automatisch eine Service-Datei erzeugt und im TNC-Service abgespeichert. Es dauert ein bisschen, bis die Service-Datei erstellt wurde. Und dann kann man diese dann an Heidenheim weiterschicken zur Analyse. Screenshots haben wir ja schon gesehen. Den Livescreen mit dem TNC Remo Plus Dongle, den erhalte ich eben, wenn der Dongle angesteckt ist und ich dann das TNC Remo nochmal starte. Dann sieht man eben oben, okay, TNC Remo ist aktiv und dann kann man das verwenden. Wir verwenden es bei uns zum Beispiel in der Schulung, damit man, während man an der Maschine etwas erklärt, den Live-Bildschirm auf die Maschine, auf den Medienwagen daneben auf dem Bildschirm zu übertragen, damit alle Teilnehmer auch sehen, was man an der Steuerung erklärt. Genau, sieht man eben hier, so sieht es dann zum Beispiel aus, der Steuerungsbildschirm live auf einem Maschinenbildschirm und so kann man das Ganze eben recht schön erklären. Man kann dann noch ein Vollbild aktivieren, also über eine Taste hier oben kann man dann das Ganze aktivieren. Man kann die Bildschirmskalierung einstellen und weitere Einstellungen vornehmen. Hier kann man zum Beispiel die Bildschirmskalierung einschalten oder auch übers TNC Remo direkt bei den Einstellungen durchführen. Genau, TNC Server haben wir uns schon angeschaut. So, jetzt haben wir noch ein paar Tipps und Tricks zum Arbeiten mit der Software. Dateien vergleichen. Ich kann zwei Dateien im TNC Remo anwählen und kann dann unten auf Vergleichen gehen. In meinen Einstellungen kann ich festlegen, welches Programm ich für den Dateivergleich verwenden möchte. Bei uns ist es zum Beispiel das Programm SimcoEdit und dann kann ich diese zwei Programme hier vergleichen. Das können wir zum Beispiel über Extras, kann ich hier einstellen. Programm für den Dateivergleich. Das wäre dann hier das SimcoEdit. Den kann ich öffnen. Okay. So, jetzt kann ich mir hier zwei Programme auswählen. Nehmen wir einmal den Kopieren wir uns das Programm hier einmal, ändern kurz die Drehzahlen wieder ab auf 200 und 1200, speichern das ab und übertragen das wieder zurück. So, jetzt habe ich hier zwei unterschiedliche Programme, die kann ich jetzt anklicken und über rechte Maustaste einmal das TNC Remo neu starten. Und unter Bauteile habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze zu vergleichen. Genau.
Dann öffnet er mir diese beiden Programme mit meinem gewünschten Vergleichsprogramm. Und in diesem Vergleichsprogramm habe ich jetzt eben die Möglichkeit, diese Fenster zu vergleichen. Und dann sehe ich eben hier den Unterschied. Okay, das hier ist anders. Und so kann man das hier machen. Genau, die versteckten Dateien anzeigen. Das ist ja der Haken, um diese abhängigen Dateien anzuzeigen. Das Maskieren haben wir uns schon angeschaut, um zum Beispiel nur Programme mit Punkt H zu sehen. Genau. Den Dateischutz kann ich auch über rechte Maustaste Schreibschutz aktivieren. Konfiguration importieren, exportieren. Das ist wichtig, wenn sich jetzt zum Beispiel der PC wechselt. Dann kann ich hergehen, gehe hier oben auf Verbindungskonfiguration, auf Verwaltung und hier kann ich exportieren sagen. Dann wird mir so eine REC-Datei weggespeichert und die kann ich mir dann auch wieder importieren auf dem neuen PC. Da muss ich nicht die ganzen Einstellungen nochmal machen. Es gibt einen TNC-124-Konverter. Die TNC-124 wurde ja durch die TNC-128 abgelöst. Damit dann die Programme auch kompatibel übertragen werden können, gibt es einen sogenannten Konverter, der diese Programme wieder passend überträgt. Ich kann mir das Logbuch auslesen. Ist interessant, wenn zum Beispiel einen Crash gegeben hat an der Maschine, dass man sieht, okay, was wurde denn gemacht vor dem Crash, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann, was an Tasten gedrückt wurde. Und so kann man das übers Logbuch ganz einfach auslesen. Es ist halt komfortabler, wenn man das Ganze übers TNC Remo macht, vom Schreibtisch aus, wie wenn man jetzt runter zur Maschine geht und das Ganze dann wieder über den USB-Stick abholen muss. So kann man das Ganze gleich direkt machen. Genau, das ganze Logbuch kann ich dann auslesen und kann mir das Ganze nach Einträgen sortieren, filtern, markieren und kommentieren. Genau. Was man auch machen kann, ich kann mir für die Palettenverwaltung, kann ich mir meine .p-Dateien, also diese Palettenprogramme, selber herrichten. Da muss ich jetzt nicht an der Steuerung sein und das Ganze programmieren, sondern ich kann es auch direkt übers TNC Remo mir diese Palettendateien selber erstellen. Die Steuerung erstellt dann die passende Palettendatei, also das TNC Remo, und kopiert diese dann auf die Steuerung. Ich kann sie auch aktivieren lassen in der Satzfolge. Das heißt, dann muss an der Maschine nur noch NC Start gedrückt werden und die Palette kann bearbeitet werden. Auch immer interessant die Hilfe. Also, wenn man etwas nicht weiß, kann man über Hilfe, Inhalt hier mal kurz die Hilfe befragen. Was da auch immer interessant ist, sind so die technischen Informationen, die Schnittstellenkabel, eben für die serielle Übertragung. Das ist immer sehr wichtig. Eine häufige Anfrage bei uns in der Helpline: Wie muss das Kabel denn verdrahtet sein, damit die Übertragung funktioniert? Hier haben wir so klassisches serielles Kabel, 9-polig aus dem PC raus, 25-polig in die Steuerung rein. Kann man natürlich auch so bei Heidenheim bestellen. Da stehen die Identnummern auch dabei. Und hier sieht man eben, was man alles anstellen kann oder wie die Kabel aussehen müssen. Genau, ansonsten natürlich alles beschrieben, der ganze Verbindungsaufbau, die Übertragungsmodi, Ordner wechseln. Fürs TNC Command gibt es eine Kommandoübersicht, wie der Batch-Modus aktiviert wird, wie ich das Programm starten kann. So kann man das alles hier sauber abdecken.
Also auch immer interessant hier die Hilfe zu lesen, um das hier mit anzuzeigen. Kann mir da auch Favoriten erstellen, Kapitel auswählen. Genau, ein paar Tastenkombinationen sind auch immer interessant, um eben schneller zu arbeiten. Gibt es eben hier verschiedene Tastenkombinationen, F7, Ordner erstellen, F5, aktualisieren vom Ordnerinhalt, damit man auch immer die aktuellen Daten überträgt, F4 überträgt die markierte Datei automatisch und so kann man das hier Schritt für Schritt eben auch sich diese Tastenkombinationen angewöhnen, dann kann man hier noch schneller mit TNC Remo arbeiten. Ja, das war der Einblick in die Software TNC Remo. Sie ist sehr einfach zu bedienen. Es ist eine einfache Möglichkeit, um Programme vom PC auf die Steuerung zu übertragen. Und ich denke, das ist ein Tool, das man standardmäßig in jeder Fertigung, wo Heidenheim-Steuerungen untergebracht sind, verwenden kann. TNC Remo kann man nicht nur mit unseren Frässteuerungen verwenden, sondern eben auch mit den Drehsteuerungen. Funktioniert genauso. Man braucht halt lediglich den Hostname oder die IP-Adresse, damit man das Ganze verbinden kann. Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.